Yo, 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 yo! Was geht ab, Leute? Scheint Zirbis wieder am Start mit einem neuen Video. Und diesmal wieder mit einer Graffiti-Leinwand. Und ihr seht schon den Background und ich finde den mega, mega geil. Und falls ihr Fragen habt, wie ich das Ganze gemacht habe, keine Sorge. Ich habe das Ganze aufgenommen, am Video vorgemacht und werde aber ein spezielles Video nur über diesen Background hochladen, um euch einfach zu zeigen, wie habe ich den gemacht und euch Tipps und Tricks zu geben, um das Ganze mal nachzumachen. Die Leute, die mir auf Snapchat folgen, haben schon gesehen, dass ich das Ganze vorbereitet habe. Wenn du mir noch nicht auf Snapchat folgst, kannst du das gerne tun. Du findest den Link von Snapchat und Instagram in der Beschreibung. Fände ich auf jeden Fall mega cool, wenn du mir da folgen würdest. Und jo, fangen wir mal an. Let's go! Und weil der Background so bunt ist, habe ich mir überlegt, dass ich das Graffiti einfach nur schwarz mache, damit es wieder krass raussticht. Und wie du mittlerweile schon sehen kannst, male ich den Namen Kevin. Und zwar nicht Kevin mit I, sondern mit Doppel-E, Digga. Schöne Grüße gehen raus. Und das Ganze ist wie folgt entstanden. Ihr kennt das sicherlich auch, ab und zu hat man ein richtig guter Kollege von euch Geburtstag. Und dann steht man da und denkt sich, what the fuck, was soll ich ihm schenken? Und ich habe mir überlegt, dass ich ihm einfach eine Graffiti-Leinwand nur für ihn male. Und ich kann euch sagen, dass sowas auf jeden Fall mega, mega gut ankommt, weil es ist für einen selbst, für einen persönlich, eine ganz eigene Leinwand, die nur für einen selbst ist und daher kommt sowas immer mega, mega gut an. Das heißt, wenn du gut zeichnen kannst, dann kann ich dir auf jeden Fall dazu raten, sowas zu machen bei guten Kollegen von dir. Und ich weiß jetzt schon, dass einige von euch in die Kommentare schreiben, hey, kannst du für mir vielleicht auch mal eine Leinwand malen oder kannst du meinen Namen malen oder können wir mal einen Exchange machen und die Sache ist halt einfach... Das geht nicht. Wenn ich von jedem den Namen malen würde, dann wäre ich wirklich noch nächstes Jahr dran und dann sind wieder so viele neue Leute gekommen und es geht leider nicht. Ich würde es gerne machen, aber es geht nicht. Aber wartet mal ab bis zu meines Videos. Ich habe mir noch ein paar Sachen einfallen lassen für jeden von euch. Wie einige von euch sicherlich mitbekommen haben, ist mein Facebook-Account gesperrt worden. Zum Glück habe ich mir einen Tag vorher noch Instagram gemacht und muss sagen, ich liebe Instagram. Ich finde Instagram richtig, richtig gut und werde dort auch mehrere Aktionen machen. Und ich habe viele Anfragen bekommen, ob ich nicht mal einen Exchange machen kann. Und ich würde es sehr, sehr gerne machen, wirklich mit jedem von euch, aber es geht einfach nicht. Ich habe bisher 29 Anfragen bekommen und ich setze wirklich noch bis Ende des Jahres daran, nur Exchange zu machen. Und deswegen habe ich mir das einfallen lassen. Vielen von euch habe ich schon gesagt, ich werde das so machen. Ihr könnt einen Exchange machen, das heißt, ich benutze Instagram als Plattform, ihr malt ein Bild und ladet das bei Instagram hoch und markiert mich darauf, dass ich das sehen kann. Und als Gegenzug nehme ich mir eine große Leinwand, die ich natürlich auch extra besprühen werde und werde von jedem, der dann auch einen Exchange mit mir macht und das Bild hochgeladen hat, seinen Namen auf diese große Leinwand drauf taggen. Und das geht natürlich über Instagram am besten. Zeit ist bis zum 6.9. Der Tag zählt natürlich auch. Bis zum 6.9. solltet ihr ein Bild hochgeladen haben und dann werde ich euch auf jeden Fall auf diese Leinwand euren Namen drauf taggen. Denn der 6.9. ist ein ganz bestimmter Tag. Zufällig mein Geburtstag. Yeah. Damit ihr Bescheid wisst, Leute. Und deswegen geht es genau bis zum 6.9. damit ich mir das nämlich eben merken kann. Und ich wollte auf jeden Fall nochmal Dankeschön sagen. Ihr seid eine wirklich übertrieben geile Community. Ihr seid einfach der Wahnsinn, jeder von euch. Und ich danke auch für die ganzen Kommentare, die ihr immer regelmäßig unter die Videos schreibt, für jeden Daumen hoch. Und ich freue mich auch immer über die Kommentare und lese die auch immer durch. Probiere jedem von euch zu antworten. Und das finde ich einfach mega geil. Und deswegen habe ich mir überlegt, euch mehr mit in meine Videos einzubeziehen. Und ich habe mir da was überlegt und ihr habt bestimmt ein paar Fragen an mich, habe ich schon oft mitbekommen, ich bekomme viele Nachrichten und sorry, wenn ich nicht allen antworten kann, das ist echt viel manchmal, aber ich gebe mein Bestes. Und deswegen habe ich überlegt, wenn du eine Frage hast, irgendeine Frage, dann schreib doch einfach mal in die Kommentare, Hashtag Fragschein und dahinter einfach deine Frage. Und dann werde ich mal ein Video machen, wo ich alle eure Fragen komplett beantworte. Ihr könnt fragen, was ihr wollt. Natürlich werde ich über manches nicht antworten, wenn ihr fragt, wo ich wohne oder sonstige Sachen. Aber ihr könnt ruhig fragen, was ihr wollt und ich werde, es wird ein mega, mega cooles Video. Und so kann ich auch mal eure Fragen beantworten und ihr kommt in meinem Video mit vor. Yeah! Denn ihr seid auf jeden Fall die geilste Community. Ich finde das einfach wahnsinnig, dass ich schon fast die 2000 Abonnenten geknackt habe. Und das ist einfach nur mega geil von euch. Und ein Dank geht wirklich raus an jeden einzelnen von euch. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Videoideen oder Videowünsche, könnt ihr mir das gerne per Nachricht oder in die Kommentare schreiben. Ich freue mich mega über sowas. Und habe auch schon viele Sachen bekommen, finde ich richtig cool. Sind echt ein paar coole Sachen dabei gewesen. Aber ich sage euch jetzt schon, wenn ihr mit so Sachen kommt wie Tutorial über Wildstyle oder Tutorial über 3D-Effekt, Buchstaben und sowas, da muss ich einfach ehrlich zu euch sein, so gut bin ich noch nicht. Ich bin auch noch jemand, der lernt, ich lerne Graffiti gerade noch und deswegen ist es einfach nicht möglich. Ich will, dass jemand sowas macht, der schon echt Ahnung hat, der euch da die besten Tipps und Tricks geben kann und dafür bin ich einfach noch nicht gut genug in den Sachen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass auf jeden Fall demnächst ein Wildstyle-Tutorial kommen wird.
Ich will aber gar nicht so viel verraten, es sind auch jede Menge Kooperationen geplant und. Das heißt, es lohnt sich für jeden Einzelnen, meinen Kanal zu abonnieren, denn dann wirst du sofort informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich kann dir jetzt schon versichern, es sind noch jede Menge Videos und jede Menge Kooperationen und andere Sachen geplant. Also, ich würde mich mega darüber freuen, wenn du mich supportest und den Kanal abonnieren würdest. Yeah! Let's do it! Und wie du schon längst gesehen hast, habe ich mich dazu entschieden, die Outline weiß zu machen, genauso wie die Umrandung von den Blöcken. Denn das Graffiti ist so mit schwarz, die Blöcke grau mit weiß und der Background ist einfach kunterbunt und deswegen habe ich nur graue Schwarz-Weiß-Töne genommen, damit das andere ein bisschen raussticht. Dann habe ich mich dazu entschieden, noch die Striche, die du siehst, in den Blöcken einfach in den Farben zu machen, der genau in diesem Augenblick an der Leinwand ist. Du siehst, es fängt mit so einem lila Ton an und geht dann rüber zu so Cyan, Blau, Grün mäßig, wie du das sehen kannst. Ich weiß nicht, was für ein Farbton ist. Und ich finde es sehr, sehr geil. Du kannst mir einfach mal deine Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Das wird mich erstmal interessieren, was du denn so darüber denkst. Findest du das Ding auch so cool wie ich oder sagst du, ey, das ist überhaupt die größte Scheiße, die es gibt? Hau mir einfach mal deine Meinung dazu in die Kommentare. Und das war's auch schon fast mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Vielleicht konnte ich dir noch ein, zwei Tipps und Tricks mitgeben oder du konntest ein paar Sachen sehen, die du echt geil fandest und auch anwenden konntest. Und ich hoffe, das Konzept mit Hashtag FragSchein gefällt dir. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ich euch mehr einbeziehen kann in die Videos. Und denkt dran an das Exchange, das heißt, ihr müsst meinen Namen Schein 12 malen und ich tag dafür euren Namen bis zum 6.9. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega freuen, wenn du das Ganze teilen würdest. Und wie gesagt, wenn du den Kanal abonnierst. Let's do the shit. Ich danke dir für alles. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Und denk dran, mir auf Snapchat und Instagram zu folgen.